Er gibt mir ja auch so viel, sagte sie und lächelte vor sich hin. Leidenschaft, sage ich. Ja. Wissen Sie, das wird jetzt ein bisschen intim, wissen Sie, ich habe mich nie für einen so tollen Hecht im Bett gehalten. Ich bin nämlich eher so der zärtliche Typ. Ich kann nämlich auch Rücksicht nehmen. Und ich frage mich bis heute, was so Typen wie der Ex im Bett eigentlich machen. Ich meine, so viele Varianten gibt es da doch gar nicht. Doch, doch, sagt sie. Und wieder dieses wissende Lächeln, das mich in Abgründe von Eifersucht und Hass stürzt. Der Ex ist nämlich so ein Typ, wissen Sie, wenn der einen Raum betritt, dann wendet sich alle Aufmerksamkeit sofort auf ihn. Er füllt den Raum mit seiner Persönlichkeit, würde El sagen. Also, ich weiß nicht, wie der das macht. Ich bin ja eher so ein Typ für den zweiten Blick, ein Typ, der entdeckt werden will. Und ich glaube, das hat Elle am Anfang an mir gefallen. Sie wollte ja damals weg von dem Ex und es fiel ihr schwer. Und ich versprach ihr dabei zu helfen, ich wollte für sie da sein. Stundenlang saßen wir in meiner Küche und quatschten und manchmal las ich auch unveröffentlichten Manuskripten vor. Das mache ich sonst mit niemandem. Niemals lese ich sonst Sachen, die noch nicht gedruckt sind. Mit dir kann man so gut reden, sagte sie dann immer. Und wir knutschten auch. El kann nämlich küssen wie keine andere. Wenn man El küsst, ich meine richtig küsst, dann bekommt man das Gefühl, als könne man ihr auf den Grund ihrer Seele schauen. Aber sobald ich anfing, ihr den Knopf der Jeans zu öffnen, dann rutschte sie so hin und her, dass meine Finger abglitten. Nicht, sagte sie. Warum denn nicht? Weißt du, er ist ziemlich eifersüchtig. Er ist eifersüchtig? Du erzählst mir, dein verheirateter Liebhaber ist eifersüchtig? Ja, mit seiner Frau läuft ja nichts mehr. Mit seiner Frau läuft nichts mehr und das glaubst du? Ja, sagt sie. Er hat auch seine Probleme. Eine Diskussion über die Probleme des Nebenbuhlers hält die härteste Erektion nicht auf. Also meine nicht. Nun ja. Nun ja, eines Abends stand sie dann heulend vor meiner Tür und ich führte sie in die Küche und wollte wissen, was schon wieder los ist. Aber sie nahm mich an der Hand und führte mich ins Schlafzimmer. Und wissen Sie was? Es war wunderschön. Und irgendwann hörte sie mit der Heulerei auf und seither gehen wir hin und wieder zusammen ins Bett. Du bist meine Therapie, sagt sie. Du hilfst mir, mich von ihm frei zu machen. Ja, sage ich und streiche ein bisschen zärtlich. Ich gebe mir alle erdenkliche Mühe. Ich bin für sie da, wenn sie Trost braucht und den braucht sie oft. Dann sitzen wir in meiner Küche und ich höre mir an, dass der Ex sie vielleicht doch von seiner Frau trennen wird oder dass er es nie täte. Und manchmal liegen wir eben auch zusammen im Bett. Denn auch sexuell will ich das Kontrastprogramm zum Ex sein. Ich verwöhne sie mit stundenlangen Massagen. Zehen, Füße, Waden, Oberschenkel. Und dann der Po, aber nicht so lange, nicht, dass ihr denkt, ich hätte es nur darauf abgesehen. Dann Rücken, Schultern, Nacken, Arme und dann ist sie oft schon eingeschlafen und ich decke sie zart. Aber sie trifft ihn immer wieder. Ich ahne es und ich leide wie ein Hund. El, was findest du nur an diesem Schwein? Er ist kein Schwein, er sagt doch genau, was er will und was nicht. Ich erniedrige mich. Ich schleiche um sein Haus, wenn ich weiß, dass sie drin ist. Ich werfe dann Steinchen gegen die Fenster. Und am nächsten Tag stellt sie mich zur Rede. Sag mal, warst du gestern Abend vor seinem Haus und hast uns gestört? Ich? Nie würde ich das machen. Dann wär's nämlich sofort aus zwischen uns, sagt sie ernst. Und einmal sagt sie, dass wir uns nicht mehr treffen können und mein Herz bleibt stehen.
Ey, warum nicht? Weißt du, ich habe ihm alles erzählt, das mit uns. Du hast es ihm erzählt? Ja, ich will doch ehrlich zu ihm sein. Du willst ehrlich zu so einem Lumpen sein? Er ist kein Lump und er will nicht mehr, dass wir uns weitersehen. 2 Monate treffen wir uns nicht mehr. Es ist die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich schreibe Gedichte. Heute weiß ich, dass ein Mann, der Gedichte schreibt, bereits alles verloren hat. Ich lege nachts Blumensträuße vor ihre Fenster. Sie bittet mich per Mail damit aufzuhören. Und eines Tages steht sie wieder tränenüberströmt vor meiner Tür und alles ist wie zuvor. Elle, verlass dich. Ich kann nicht. Elle, komm zu mir. Ich bin doch da. Ich mein für immer. Ich kann nicht. Ich muss mich entscheiden, sagt sie an einem Abend. Ja, sage ich, Elle, wirklich, das wird höchste Zeit. Sie wirkt nachdenklich und ich rede auf sie ein. Elle, weißt du, ich lasse dir alle Zeit der Welt. Du wirst eine Zeit lang trauern, aber dann wird es vorbei sein. Ich meine, das klingt banal, aber es ist wahr. Die Zeit heilt alle Wunden. Sie sieht mich an und sagt, komm, lass uns ins Bett gehen. Und in dieser Nacht schlafen wir zusammen, wie ich noch nie mit einer Frau geschlafen habe, weder vor dieser Nacht noch danach. Ich schlafe ein als der glücklichste Mensch auf diesem Erdball. Ich wache auf als der glücklichste Mensch auf diesem Erdball. Ich renne zum Bäcker. Ich köpfe eine Flasche Wöffelkohl und es gibt ein Frühstück, wie ich es noch niemals für irgendjemand zubereitet habe. Ich strahle sie an und sie lächelt zurück. Es ist ein Gefühl erhebend wie ein Sonnenaufgang an Grand Canyon. Ich habe mich entschieden jetzt, sagt sie. Herrlich, sage ich, komm, Elle, lass uns darauf trinken und wir heben die Gläser. Ich bleibe bei ihm, sagt sie.